Wunderschönen guten Morgen. So, ich glaube, ich lasse das gleich bei mir im Inventar, ne? Am besten alles. So, bitteschön. Atme es nicht ein. Wie das. Ach, cool. So, gut, warte mal. Dann machen wir erstmal gleich wieder die gedämpften Süßkartoffeln. Dauert alles wieder ein bisschen. So, dann lassen wir hier mal runter. Sammeln mal ein. Liebe Ori, ihr seid großartig. Bürgermeisterin Trudi schickt mir ein Foto des Waldes, den ihr angepflanzt habt. Ich konnte es kaum fassen. Er hatte tatsächlich in der Wüste einen Wald gepflanzt. Du machst das wunderbar. Nia sollte inzwischen bei dir sein. Sie ging mit Professor Lu rüber. Sie hat mich dir vorhin nicht sagen lassen. So begeistert war sie. Grüß sie von mir. Ach, und sag ihr, dass ihre Mutter um neuen Jujube-Kuchen gebeten hat. Dies ist der erste Schritt. Als nächstes muss Sandrock erneut grün werden. Bürgermeisterin Trude ist sehr inspirierend, denn sie mag die Stadt in das Juwel von Eufaula umwandeln. Nia und Professor Lua haben viel geholfen. Du und ihr habt also mitgemacht. Ich kann es nicht fassen. Ich habe wirklich gedacht, nur Professor Lua kommt, aber das hätte ich wirklich erkennen müssen. Jedenfalls haben sie uns wirklich geholfen. Ich denke, wir verwandeln Sandrock in kürzester Zeit wieder zurück in ein grünes Paradies. Wir schicken das erste. Zweite Antwort ist irgendwie so nicht lieb gekommen irgendwie. Ori Jensen schafft es, eine Bauanleitung für einen Modellzug zu bekommen. Im Anhang. Es heißt irgendwas mit 777. Ich denke, Alu wird es lieben. Es ist nämlich seine Glückszahl. Oh, übrigens habe ich einige dieser Materialien für dich entdeckt, die du vielleicht gut verwenden kannst. Aha, super, danke schön. Grace, Ori, ich habe ein paar Neuigkeiten, die ich unbedingt erzählen muss. Ich wurde beauftragt. Die Details kann ich dir nicht verraten, aber wahrscheinlich kannst du dir schon vorstellen, worum es sich handelt. Meine Befehle habe ich schon erhalten. Es wird nicht leicht sein, aber wichtig. Wenn es gut läuft, wird sich mein Leben verändern. Falls es schief läuft, ist dies vielleicht der letzte Brief, den ich an dich schreibe. Nimm dich in Acht. Ich denke immer an dich. Du schaffst die Aufgabe mit Links. Du hast den besten Archäologen in den freien Städten. Bei dir ist jeder in guten Händen. Grace, nach allem, was wir erlebt haben, gibt es wohl kaum etwas, das du nicht kannst. Ich bin mir ganz sicher, dass du alles schaffst. Was sie dir zumuten. Ich würde mich sehr freuen, wieder etwas von dir hören zu dürfen, nachdem dieser Auftrag erledigt ist. Falls ich dich nie wieder sehe, muss ich es dir sagen, dass ich dich liebe. Nee, ich habe dich schon immer geliebt. Entschuldige, nee. Viel Glück, Grace. So, das schickt man. Passt, ist gesendet. Dann haben wir das. Um 10 Uhr müssen wir zum Bahnhof. Ja, jetzt schauen wir mal hier, was wir hier so haben. Kadori-Welt wahrscheinlich. Alter Kaktus. Noch nie davon gehört. Wir schauen einfach mal. Wir schauen einfach mal, was wir dafür brauchen. Dr. Qui, kannst du haben. Kannst du haben. Die Darmsperr, ich akzeptiere ihn einfach. Den muss man einfach akzeptieren. Okay, warte. In die Warteschlange. Das Hammer, die Hammer. Können wir abschließen. Gut. So. Dann nehmen wir die Sache noch schnell mit. Okay, warte, warte, warte. Blau ist... Wo ist blau? Wo ist blau? Ach so, hier. Okay. Das heißt, wir gehen erstmal alles so
durch. Machado, er ist der kleine süße Racker. So, okay. Dein Auftrag? Bitte. So. Dann der Dr. Qui. Direktor Qui, nicht Doktor, Direktor. Hallo. Dein Auftrag Nummer 1 und dann hast du Auftrag Nummer 2. Natürlich haben wir alles dabei. Hier ist nichts Neues dazugekommen. Nee, passt, ist abgeschlossen. Okay, und jetzt müssen wir noch schauen, was wir für die Katori brauchen. Der Speer ist am Machen. Okay, das können wir abschließen. So, da ist sie ja schon. Hi! Um 10 Uhr dann noch. Du hast es getan, Oris ist einfach perfekt. Er wird es lieben. Ich würde ihm gern selbst geben, aber zumindest hat er ein Geschenk, mit dem er weiß, dass seine Mutter ihn liebt. Und ein kleines bisschen von deinem Herzen ist auch dabei. Ja, ja, kein Problem. Das kannst du ihm gern selbst geben. So, das ist dann das. Dann Hammer. Hier noch was. Tisch, Tisch. Spreche ich das auch richtig aus? Ich war noch nie gut in Fremdsprache. Du hast es großartig gemacht, herrschender Mensch. Um es noch authentischer auszusprechen, müsstest du wahrscheinlich deine Zunge verändern. Oh, ha. Nun, es ist schön, dass du mit deiner schönen Frau wieder zurück in Sandrock bist. Danke, herrschender Mensch. Mein Fluchtpartner hat mir von deinen gütigen Herrschaft berichtet. Statt unsere Hinrichtung zu verlangen, hast du dich für Mitleid entschlossen. Du hast unser ewiges Vertrauen. Oh, nun, es ist großartig, aber ich denke, wenn ihr uns früher kennengelernt hättet, wüsstet ihr, dass wir in Sandrock für Mitgefühl stehen. Wie läuft es da drüben im Blue Moon, Larry? Owen sagte, dass du dich gut eingearbeitet hast. Ja, ich bin dabei, die Rolle zu beherrschen. Bald werde ich Befehlshaber über alle Bestecke und Gabeln sein. Ah, schau mal, wer da kommt. Ori, unsere neue gewonnenen Giggler-Freunde sind zurück, um in unser Dorf erneut zu leben. Hallo Leute, herzlich willkommen. Also Larry, von allen freundlichen Menschen bist du wirklich der freundlichste, starker Mensch. Deine zwanglose Begrüßung trotz unserer Vergangenheit bewegt mich. Würden unsere Tränendrüsen durch emotionale Reaktionen aktiviert werden, würde ich mir jetzt sicher eine Träne wegwischen. Da du uns mit solche Selbstverständlichkeit und Güte in unsere Gemeinschaft, in deine Gemeinschaft aufnimmst. Ich weiß nicht, dass es klingt ein bisschen komisch, wie wenn sie noch irgendwas im Schilde führt. Herrschender Mensch, es gibt eine Angelegenheit, auf die ich dich aufmerksam machen möchte, Xen, und ich möchte unsere Dankbarkeit durch Daten zum Ausdruck bringen. Welche Aufgaben könnt ihr uns übertragen? Je mehr Gefahr, desto mehr Ruhm. Nun, wir können an den Jagdmeldstationen immer ein paar zusätzliche Hände gebrauchen. Wenn ich etwas einwerfen darf, herrschender Mensch, auf unsere Reise hierher habe ich einen jungen Wald entdeckt, der im Norden wächst. Ich will deine Kampffähigkeiten nicht in Frage stellen, aber ein Wald wie dieser wäre ein perfekter Angriffsort für eine umherziehende Kriegstruppe. Ja, genau.
Wäre ich es, ich würde mir genau diese Stelle für meine Angriffe auswählen. Das mag ich an dir, Xena. Liebster, du bist so hinterhältig und heimtückisch. Zisch. Nun, das weiß ich nicht so genau, aber Zecke hat gesagt, dass er mehr Unterstützung braucht. Ein paar Aufseher, die ihm helfen, die Waldfläche schnell zu vergrößern. Und ich schätze, wir haben nicht mit all diesen Schädlingen gerechnet. Schädlinge? Sag ihren Namen und bald wird es sie nicht mehr geben. Fruchtfliegen. Von irgendwoher sind viele Fruchtfliegen gekommen und haben unser frisches Grün gefressen. Frucht? Fliegen? Die Giggler haben einen neuen Erzfeind. Brüll ihre Namen und Blicke hasserfüllt. Fruchtfliegen! Fruchtfliegen! Ich werde aus ihren Schädeln trinken. Nun, es sind Insekten, also weißt du was? Mach dir keine Sorgen, du wirst es schon schaffen. Die Stadt wird dir deine Bemühungen natürlich vergüten. Hast du das gehört, Xena? Wir werden Goals für unsere Söldnerarbeit verdienen. Mit Goals kann man in der menschlichen Gesellschaft Waren und Dienstleistungen kaufen. Zu diesen Waren gehören auch Waffen und rohes Fleisch. Ich weiß nicht, es irgendwas, Waffen und rohes Fleisch. Von so etwas träumen die meisten Menschen nur. Aber ich glaube, irgendetwas passiert da noch. Fisch. Ja, ich denke, das ist das Wichtigste. Dann wollen wir mal sehen, wie ihr beide zurechtkommt. Ihr sagt, ihr würdet gerne in die verlassene Höhle einziehen. In der Tat, ein Holzhaus ist als Festung unpraktisch. Es gibt zu viele Zugangswege und es fehlt an Möglichkeiten, Gegner in die Enge zu treiben. Also, zieht ein, wann immer ihr wollt. Sagt uns Bescheid, wenn ihr Hilfe braucht und willkommen zurück in Sandrock. Tisch. Starker Mensch, es heißt, dass du nicht nur die Fähigkeit hast, die Klingen zu schwingen, sondern auch die Kunst des Bauens beherrscht. Kannst du uns beim Bau unserer undurchdringlichen Festung mit diesen Fähigkeiten unterstützen? Ja, wieso nicht? Prächtig. Damit ein Haus es verdient, beschützt zu werden, sollte es sich wie ein Haus fühlen. Hier ist eine Liste mit Möbeln, welche die Höhle in ein Versteck verwandelt, wie man es noch nie zuvor gesehen hat. Sobald du sie fertiggestellt hast, bring es sie in mein Versteck. Es handelt sich um die Höhle, in der ihr angeblich zum ersten Mal gegen den menschlichen Banditen gekämpft habt, als ich hörte, dass hier ein großer Kampf ausgetragen wurde. Er war die Sache so gut wie entschieden. Vielen Dank nochmals, starker Mensch. Klar, wir machen alles. Alles, was ihr wollt. So, dann gehen wir jetzt noch schauen wegen kalter Kaktus, was wir da jetzt noch brauchen. Und dann, also den können wir sogar herstellen. Wir haben alles. Kaktusblatt, Knoblauch, Sojasauce. Wir müssen nur mehr reinschmeißen. Okay. Dann müssen wir noch wegen der Liste schauen, die er uns gerade gegeben hat. Bestellung abschließen. Warte. Achso, ja, kannst haben. Hammer. Und hier können wir natürlich auch eine machen. Der ist in Arbeit. Kaktusblatt. Knoblauch und Sojasauce. Kaktusblatt. Knoblauch und Sojasauce. So, wir probieren es mit dem Dampfgarer. Einmal. Oh, brauche ich überall zwei Kaktus, zwei Knoblauch, zwei Soja. Weil hier wird es mir nicht angezeigt. Okay, warte mal. Zwei Kaktus. Zwei Knoblauch. War das jetzt einmal Soja? Äh.
hier. Ach so. Ach so. Keine Zutaten hinzugefügt. Ja, wo mache ich den jetzt? Chefkoch Kochstation. Aus abgelagerten Kaktuspalmen in langen dünnen Streifen geschnitten. Es wird kalt als Salat oder Beilage serviert. Kalter Kaktus. Chefkochstation. Fortgeschritten. Ja, ich würde aber zweimal Kaktus. Sojasauce, Knoblauch und Sojasauce. Okay, Knoblauch und Sojasauce. Da haben wir. Und davon brauche ich jetzt zwei. Knoblauch, Sojasauce. Du hast dieses Rezept bereits gelernt. Kalter Kaktus, da ist er. So, passt. Gut. Das heißt, warte mal. Wir sortieren nochmal alles in die Verkaufsbox. Verkaufsbox. Das kommt weg. Warte, wir schauen, ob wir hinten. Ich habe da noch welche, die machen wir noch auf. Ups. Machen wir so. Das heißt, dann können wir jetzt abgeben. Ich würde trotz all dem gerne den Anker müssen wir schauen und den hier müssen wir schauen. Weil das ist eh nur okay. Das sind alles nur normale Sachen, also keine fertigen. Passt. Hallo, du bist da. Wenn Alo weiß, dass du mich abholst. Es ist Alo, der dich abholt. Keine Sorge, bist du nervös? Warte. Tut mir leid. Das bin ich. Nervös, meine ich. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil ich ihn schon so lange nicht mehr gesehen habe. Ich glaube, ich habe jetzt mehr auf den Nerven als bei der Kreditbesprechung oder beim Gespräch mit Moser.
Mein Sohn unterstützt schon immer meine Entscheidungen, nach Sandrock zu kommen, aber ich weiß, dass er mich vermisst hat. Ich habe ihn in Atara zurückgelassen, um ihm eine bessere Ausbildung und ein angenehmeres Leben zu ermöglichen. Ich bin mir nicht sicher, ob er das versteht. Es ist der Zug. Kadoris jugendlicher Sohn. Mama, ich hab dich vermisst. Oh, Schatz, ich hab dich noch mehr vermisst. Lass mich dich gut anschauen. Du bist so groß geworden. Ja, Omas Kochkünste sind toll. Mama, ist das... Das ist mein Freund Ori, der berühmteste Handwerker von ganz Sandrock. Oh, du bist es also. Mama hat dich oft in ihren Briefen erwähnt. Danke, dass du die ganze Zeit für sie da warst. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Du bist wirklich nett. Kein Wunder, dass meine Mutter sagt, dass du immer einer ihrer besten... Du bist einer ihrer besten Freunde. Das stimmt und ich hoffe, dass ihr beide miteinander auskommen werdet. Das werden wir, Mama. So, bist du hungrig? Müde? Jetzt, wo du es erwähnst, fühle ich mich ein bisschen hungrig. Perfekt, ich habe einige der Lieblingsgerichte aus Atara vorbereitet. Später wirst du noch viel Zeit haben, dich an die lokale Küche zu gewöhnen. Ori, danke, dass du heute mit mir mitgekommen bist. Ich bringe Alo erstmal nach Hause und lass ihn erst einmal etwas essen. Wir sehen uns später. Tschüss, Ori. Tschüss, viel Spaß. So. Dann bringen wir das mal. Achso, den Anker muss ich schauen. Den Wolf oder den Löwen, was auch immer das ist, den kann ich ja im Grunde genommen schon zu Hause aufbauen. So, dein Auftrag, dein Speer. Bitteschön. 4000 haben wir jetzt gekriegt. Wir können bald aufwerten. Ja. Es dauert nicht mehr lange. So. Dann falsch. Das ist mittler. Ein mittlerer, das ist groß. Ich glaube, die mittleren sind alle hier oben. Also hier ist gar nichts. Groß. Mittel. Der Anker ist auch schon drinnen. Okay. Was, dann können wir beide zu Hause aufstellen. Erstmal. Dann haben wir noch das Bett fällt noch. Das hat es mir aber vorher noch nicht angezeigt. Wenn ich das überhaupt selbst machen kann, oder muss ich das kaufen? Warte, das schauen wir gleich. Ah, das muss ich kaufen bei den Treppen. Okay. Ich möchte die zwei Sachen mal schnell aus dem Inventar raus tun. So, du gehst einmal zurück. Die stelle ich jetzt oben hin. So. Stellen wir jetzt den Balkon raus. So. Okay, das ist nur so ein kleiner. Den. Pack mal hier hin. Das passt. Okay, dann. Der Kaktus ist noch nicht fertig, oder?
Nee. Okay. Egal, wir holen mal Dings bei den Treppen, das Bett. Dann müssen wir eh noch mal heim. Können wir irgendeinen Auftrag können wir dann noch annehmen? So. Was, Sandra? So, ein Doppelbett. Einzelbett. Das ist es. Danke. So, das heißt, wo müssen wir da hin? Okay. Ins Outback müssen wir. Okidoki. Kein Problem. So. Dann. Oha. Kannst du haben. Dann haben wir heute wieder die 4 von 4 Aufträge gemacht. Das ist fertig. Wunderbar. Dann können wir hier jetzt wieder die Süßkartoffeln reinhauen. Und dann bringen wir das noch schnell alles dahin, wo es hingehört. Ah, da ist er. So. Hi, dein Auftrag. Bitteschön. Scheint brauchbar zu sein. Ich bitte doch darum, dass es brauchbar ist. So, und dann müssen wir nochmal zur Katori. Ich verstehe nicht. Ah, jetzt ist sie wieder oben raus, gell? Warte mal, wo komme ich da hoch? Hier kommen wir mal hoch. Da steht sie. Hi! Bitteschön. So, dann brauchen wir eine Jagdmehlstation. Ups. Die steht einmal hier. Das heißt, wir müssen hier ins Outback. Das heißt, wir gehen hier oder fahren, besser gesagt, hier hin. Das überspringen wir. Und dann gehen wir ins Outback, bringen die Möbel. In die Höhle. Da muss ich hin. So, die Wüstenhöhle ist dort. Die müsste aber jetzt komplett clear sein. Also Gülle. Nee, brauchen wir nicht.
Okay, wir bauen auf. Hier mal den Stuhl. Hier die Truhe. Hier ist euer Bett. Und hier kriegt ihr noch Licht. Oh, was für ein süßes Zuhause. Süß? Ich werde nicht Süßes in einem Versteck dulden. Was ist in dich geraten, lieber Zuchtpartner? Das ist ein menschlicher Ausdruck. Es bedeutet Eroberung. Es bedeutet, dass die gewünschte Ästhetik in einer Höhle erreicht wurde. Wir haben unseren Verbündeten, den starken Mönch hier. Wir haben Ausrüstung, die es wert ist, verteidigt zu werden. Und uns, meine Liebe. Ich werde diese Höhle mit meinem Leben beschützen. Oh, du Großartige. Starker Mensch, wir werden hier in unserem Versteck bleiben und diesem Zecke mit seinem Wald helfen. Du kannst uns gerne jederzeit besuchen. Finde heraus, welche Art von Käfern du gerne isst. Und Xena wird sie für dich braten. Auf Wiedersehen, starker Mensch. So, dann müssen wir wahrscheinlich wieder alles zurücklaufen, dass wir rauskommen. Wenn ich da jetzt richtig laufe. Nee, laufe ich nicht. Jetzt habe ich das zweimal. Hä, bin ich jetzt lost? Wo muss ich? Da muss ich raus, oder? Das müsste jetzt richtig sein. Ja. Ganz schönes Labyrinth da irgendwie. So. Aber wir dürften es dann gleich geschafft haben. Jawohl. Aber ich laufe da nicht jedes Mal wieder rein. Wunderbar, dann haben wir das auch alles. So, das heißt, wir können zurück. Ich weiß jetzt gar nicht, ob noch irgendwas zu tun ist. Ich glaube aber nicht. Hallo? Ah, eh. Wir haben keine Aufträge mehr. Wir sind komplett fertig. Toll. So, das heißt, du kannst zurückgehen. Ja, was machen wir dann? Ah, wir haben den einen schon. Okay, den können wir oben dann aber wegnehmen, weil dann verkauft man, dann bringt uns das ein bisschen Geld ein. Oh no, was ist denn los?
Magst du was haben? Nee. Ja, Kmelpuppe? Ja, bitteschön. Owen, wieso darf ich nicht? Ich wollte grad gehen. Es leuchtet halt auch nirgends auf, ne? Er schreit einfach. So, dann können wir bestimmt hier noch was. Gut, ansonsten haben wir nichts. Wie sieht's jetzt drinnen aus? Okay, das sind die Sachen, die wir noch angepflanzt haben. Okay. Mhm, Hier passt auch alles. Aber ich frage mich halt, warum die hier... Die sollten eigentlich nur Tomaten drinnen haben. Und die sollten eigentlich gar keine Tomaten drinnen haben, weil sie es nicht mögen, sondern Kartoffeln. Aber im Endeffekt ist es ja... Grundsätzlich ist es ja, glaube ich, schon egal. Die Tiere wachsen eh nicht mehr. So, warte mal, die Helferbox. Wo haben wir es denn? Hier, da haben wir nämlich noch das. Und hier habe ich jetzt ein zweites Schwert. So, 404. 404, 54, halte 60%, 60%, Stelle 5, Stelle 5. Grundschaden, Grundschaden. Nicht verkäuflich. Gut, dann hätte ich es nicht nochmal sammeln brauchen. Kein Abwurf. Okay. So. Gut, weißt du was? Wir sind für heute erstmal wieder soweit fertig, würde ich sagen. Auch wenn es jetzt erst 6:30 ist. Zu machen haben wir heute nichts. Sonst mehr. Das Jahr ist bald zu Ende. Ja, also... Geburtstag vom Zauberspiegel. Ja, genau, Geburtstag wie wir. Cool. Passt. Nee, dann belassen wir es heute so. Ich sag Dankeschön. Gute Nacht und bis morgen.